Mit dem BH NeoVolt Lite hat der spanische Hersteller ein kompaktes E-Bike im Programm, das überdies eine allerdings eingeschränkte Faltmöglichkeit bietet. Das mit 20 Zoll Rädern und 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattete E-Bike verfügt über einen sprintstarken Hinterradnabenmotor, der bis 25 km/h unterstützt. Der Akku ist als Teil des Rahmens verbaut, was für eine sehr unauffällige Optik sorgt. Zum Laden muss der Akku entnommen werden. Nach einem Tag mit 50 km Fahrtstrecke dauerte eine Vollladung ca. 5 Stunden. Beim Wiederaufsetzen des Akkus sollte unbedingt auf sicheren Halt geachtet werden. Im Test löste sich die Batterie bei einer Bodenunebenheit, was durchaus gefährlich werden kann. Das Display mit Steuerung der vierstufigen Antriebsunterstützung Eco, Standard, Sport und Boost ist links am Lenker untergebracht und sehr leicht abnehmbar. Im Fahrbetrieb fällt das Antriebssystem einerseits durch kräftigen Schub auf und andererseits war beim Absetzen des Tretvorganges immer wieder ein unangenehmes Nachlaufen der Unterstützung festzustellen. Mit einer vollgeladenen Batterie kann man durchaus 50 km weit kommen, wie sich in unseren Testfahrten im Großraum Wien bei viel Gegenwind, Stop and Go sowie einigen kurzen Anstiegen gezeigt hat. Wenn es nun darum geht, das Bike für Transport oder sonstige Unterbringung kleiner zu machen, hat BH eine Art Faltlösung vorgesehen, die jedoch deutlich weniger effizient wie bei herkömmlichen Falträdern ist. Es bleibt nämlich ein relativ großes Stück Fahrrad übrig, womit nicht jeder PKW als Transportmittel in Frage kommt. Zum Falten werden die Pedale eingeklappt, der Lenker wird seitlich hinuntergeklappt. Durch Herausnehmen der Sattelstütze wird am Rahmen eine Sperre gelöst, die das Zusammenschieben von Vorder- und Hinterrad ermöglicht, was immerhin für eine leichtere Unterbringung in größeren Fahrzeugen sorgt. Eine unkomplizierte Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie bei richtigen Falträdern, ist da aber kaum möglich. Wie andere Falträder auch, wirkt das BH NeoVolt Lite im Fahrbetrieb weniger stabil als herkömmliche Fahrräder, was für diese Fahrradkategorie aber keine Überraschung darstellt. Auch bei den Bremsen gibt es durchaus Verbesserungspotenzial. Insgesamt überzeugt das BH NeoVolt Lite mit seinem kräftigen Antritt und der für die Fahrradkategorie vernünftigen Reichweite. Weniger Freude bereiten der Faltmechanismus und das etwas instabile Fahrgefühl sowie die nachlaufende Antriebsunterstützung. Das NeoVolt Lite wird zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Videos auf der BH-Website zum Sonderpreis von 2099 Euro angeboten und ist damit immer noch etwas teurer als vergleichbare, aber besser faltbare Elektromodelle von Tern, Dahon oder Ansmann.